Hallo und schönen guten Tag an alle altgriechisch Interessierten. Herzlich willkommen zu meinem, ich will eben gucken, 32. altgriechisch Video. Heute geht es weiter, Xenophons Memoria Nummer 9. Und zwar geht es heute um die Verbformen. Ich habe ja am Ende des letzten Videos diesen Text schon vorgelegt und eine Hausaufgabe gestellt. Man sollte einmal eine kolumetrische Schreibweise machen, also nach jedem Satzzeichen eine neue Zeile, damit der Text etwas übersichtlicher wird. Nach dem Punkt mache ich das. Jetzt noch nichts übersehen. Ja, jetzt sieht man hier, leider hat man da so einen Zeilenumbruch, den müssen wir einfach mal so stehen lassen. Kann ich jetzt auch nicht ändern, dass der Satz so lang ist. Und so sieht das eigentlich ganz gut aus, denke ich mir. Das war die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe war, man sollte aus dem Text möglichst viele Verben bzw. Verbformen heraussuchen. Wer das jetzt gemacht hat, wer den Text kennt, weiß, dass unter anderem dieses Stückchen relativ viele Partizipien enthält. Deshalb fand ich das auch ganz interessant und habe mich noch so weit durchgerungen, Xenophons Memoria hier reinzupacken. Die nächsten Videos werden dann doch über andere Schriftsteller gehen. Ich muss ja jetzt nicht monatelang nur Xenophons Memoria machen. Okay, also schauen wir uns das einmal an. Wenn ihr mich fragt, wie finde ich möglichst viele Verbformen, wenn man Lektüre liest, hat man natürlich so einen Grundwortschatz und man kann das so, wenn man das so erstmal geordnet hat, nach dem ausschließenden Verfahren machen. Pflicht ist also möglicherweise in jeder Zeile mindestens eine zu finden. Ansonsten können das mehrere sein. Wenn man sich das jetzt einmal durchliest, hodde oden ist natürlich jetzt kein Verb dabei, kein Noteron. Das kennt man sicherlich auch als Komparativ. Es effere, tonallon ist ein klasse Genitiv, also bleibt hier nur noch es effere von es feren. Ich denke mir, muss ich mal eben gucken, Zeichen, Farbe, Zeichen, Hintergrund, rot. Ich glaube, ich mache das mal rot. Ist es so in Ordnung? Ja, finde ich auch. Das sieht hübsch aus, ja. Eseffere, das wäre das Erste. Dann gucken wir mal hier. Hosoi. Hosoi, wie viele? Oder all die. Von dem wahrscheinlichen Relativsatz hat man im Kopf der anderen, Komma, die alle. So, der anderen tun alle und Komma, die alle. Hat man schon so ein bisschen Struktur, wenn man auch nur ein paar Wörter kennt. Mantike, sage ich erstmal, kenne ich nicht. Nomizontes. Das ist natürlich der Klassiker von Nomizen. Haben wir ein Partizip gefunden. Ich mache das jetzt einfach mal rot. Dann Euonois, Neus. Die Endung kommt mir bekannt vor. Te chrontai. Das ist natürlich, ja, chrontai. Nehmen wir auch als Verb. Dann haben wir Kai Phemais, Kai Symbolois, Kai Thysiais. Da sieht das schon so nach einer Aufzählung aus. Ihr seht hier auch hier vorne Te Kai. Das hat man vielleicht mal im Kopf. Obwohl das jetzt eigentlich gar nicht dazugehört. Ich plädiere immer dafür, so nicht mit Scheuklappen durch so einen Text zu gehen. Also nicht zu sagen, ich mache jetzt nur Verbform und gucke sonst gar nicht hin, sondern die anderen nehme ich auch noch mit. Und ihr seht auch an den Endungen Phemais, Symbolois, Thysiais. Das gehört sicherlich zusammen. Dann kommt ein Punkt. Huthäutiger Hypolambanosin. Das ist natürlich hier also der Klassiker. Der Klassiker Hypolambanosin. Da wird sicherlich eine Infinitivkonstruktion folgen. Sie nehmen an, also wenn man das jetzt gerade weiß, Hypolambanen annehmen, vermuten oder irgendetwas. Utus ornitas, u oder tus, tus ornitas, tus, tus, o, tus apantontas, apantontas, tus apantontas. Jetzt mache ich das einfach mal. Dieses Apantontas ist sicherlich ein Partizip. Und dann steht da tus apantontas. Mache ich jetzt einmal rot als Verbform. Dann haben wir natürlich edenai als Verb. Ta symphéron.
Symphéronta, ta, Symphéronta, ta, Symphéronta. Also Symphéronta, jetzt nicht jetzt jemand sagt, was macht der Mann da? Das ta ist doch kein, ist doch keine Verbform. Ta, Symphéronta. Und das mache ich jetzt mal so ein bisschen auseinander. So, Edenai, und dann haben wir auch noch Tus, Apantontas, Teus, Mantoi, Omenois, Komma. Muss man eben in meinen Text gucken, ob da tatsächlich ein Komma ist oder ein Punkt. Ne, da ist ein Komma. Teus, Mantoi, Omenos, kennt ihr natürlich auch als Partizip. Also Teus, Mantoi, Omenois. Haben wir jetzt auch ein Partizip. Ich sage nochmal, das Teus gehört nicht dazu. Gut, alla tus teus dia tuton auta semainen. So, kakenos, das sieht hier so, natürlich kai akenos, Entschuldigung, kai ekenos, kakenos de hutos enomitzen. So. So, mehr wollte ich nicht machen. Ihr seht, im Vergleich zu den zu der Vorlage des Textes, wenn sie unstrukturiert daherkommt, ich weiß jetzt eben nicht, ah, da habe ich das noch, ja. Ihr seht, wenn das unstrukturiert daherkommt, ich kann das Format mal anders machen. Also ich mache das jetzt wieder auf Querformat, okay. Und dann mache ich das natürlich so ein bisschen, dann mache ich das so ein bisschen größer. Und ihr seht, wenn ich das jetzt so lasse, ohne die kolometrische Schreibweise, dann sieht man die Vorteile dessen, was wir bisher gemacht haben. Es kann ja jemand sagen, was soll ich all mit dem Aufwand machen? In der Zeit hätte ich schon längst einen Satz übersetzen können. Also der Text sieht in seiner Urvorlage so aus. Und wenn ich das jetzt hier einmal wegnehme, oh, ist mein Hund. Wenn ich das jetzt einmal wegnehme, sieht es so aus. So, das brauche ich jetzt hier auch irgendwie nicht. Ich denke mir, das ist ganz eindeutig von Vorteil. Die Hausaufgabe, die ich jetzt stelle, wäre, dass man einmal das, die Arbeit, die man sich jetzt gemacht hat, dass man das einmal übersetzt, und zwar, pardon, ich würde sagen, man nimmt sich kleinere Blöcke vor und übersetzt bis zu dem, immer bis zu dem, das, was man da gefunden hat. Also ich würde einfach mal sagen, hier, das wäre so der erste Block. Und dann, ja, jetzt ist das natürlich hier bis zum Partizip, vielleicht hier einfach, so als bis zum zweiten Block, ich runter, und dann natürlich bis zu dem, das wäre der dritte Block, und dann machen wir hier weiter. Haben wir hier Hypolambanosi, das wäre der vierte Block, und dann denke ich mir, haben wir hier schon gesehen bis hierhin der fünfte Block, und dann haben wir hier den sechsten Block, und hier unten haben wir den siebten Block. Also Hausaufgabe wäre ein blockweises Übersetzen, beginnend mit der korrekt bestimmten Verbform. Das ist ja jetzt eine alte Klamotte. Ich bitte alle Druckfehler, deshalb schreibe ich nur noch mit der Hand. Griechisch aber nicht, schon meine deutsche Handschrift ist nicht lesbar.
Das wäre die Aufgabe, bestimmt mit der korrekt bestimmten Verbform. Das Verb ist natürlich Träger des Satzes. Das heißt, wenn ich hier jetzt anfangen möchte, das zu übersetzen, das bietet sich an, dann fange ich nicht hier vorne an, sondern und murmel mir da hier was irgendwas zusammen, sondern ich bestimme zuerst es effere und dann schreibe ich das da drunter und von diesem Verb ausgehend übersetze ich dann nach vorne oder nach hinten. Das mache ich dann einmal in der im nächsten Video vor. Und auch hier zum Beispiel nehme ich mir den zweiten Block vor und das erste, was ich übersetze, ist das Chrontai. Und dann packe ich eben die anderen Sachen dazu und hier kommt dann der Anhang noch dazu. Aber das sind dann die Träger. Soll ich das noch mal ein bisschen größer machen? Das sind dann die Satzträger, denke ich mir. So. Das reicht, glaube ich, wenn ich das hier so mache und dann jetzt einmal vorsage und dann geht das hier so weiter. Ja, wollen wir uns dann mal anschauen, was da nächstes Mal rauskommt, vielleicht so vom Verständnis her. Ich habe das jetzt natürlich aus dem Kontext herausgegriffen, deshalb mache ich beim nächsten Video hier oben nochmal so eine kleine Bemerkung, was davor schon war. Hier unten die Stelle ist sonst ein bisschen schwierig zu übersetzen. Okay. Wenn es euch Spaß gemacht hat, würde mich das freuen. Dann schaut ihr euch sicherlich auch das nächste Video an. Wer das jetzt als, ach so, das muss ich auch noch sagen, wer sich das jetzt ausdrucken lassen möchte, so wie es hier steht, der kann das machen. Und zwar findet man meine alten Latein- und Altgriechisch-Videos unter den Playlists und hier die schriftlichen Unterlagen in PDF-Form findet ihr dort, wo das steht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß und sage Tschüss bis zum nächsten Video.